Ja, was ist Puls? Puls ist Adrenalin. Puls ist Leben. Puls ist Motivation. Puls ist Power. Puls sind wir. Hallo, mein Name ist Ibo. Mein Name ist Osi und wir sind Brüder. Wir beide stammen aus Südberlin, sind auch dort groß geworden. Wir hatten nicht unbedingt die einfachste Jugend, deshalb sind wir auch sehr zusammengewachsen. Und wir konnten uns ja nur aufeinander verlassen, es gab ja niemand anderen. Wir haben auch echt viel Scheiße gerissen in der Vergangenheit, so ist es nicht. Aber letztendlich hat es, wie gesagt, auch geformt, auch zu dem gemacht, was wir heute sind. Steh auf, Männchen, wir haben uns halt nicht irgendwie runterkriegen lassen. Es ist halt immer so, wie es war. Es ist halt ein einziger Kampf. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass dadurch, dass wir auch in den 80ern groß geworden sind, dass wir natürlich Filmen wie Rocky groß geworden sind. Und das waren natürlich auch immer Helden gewesen für uns. Absolut, Alter. Weil Rocky einfach der ganz normale Typ war, der von ganz unten angefangen hat. Und gearbeitet hat in der Fleischerei und da und da. Genau wie ich in der Gastronomie ganz normal 12 Stunden arbeiten muss. Das ist Standard. Und ich liebe meinen Job. Ja, die Musik hat natürlich viel Kraft gegeben. Und manchmal zu viel Kraft. Sodass man sich sogar selbst übernommen hat. Und nach 10 Minuten schon platt war nach dem Joggen. Wohl wahr, Alter. Das und das so. Wollen wir wiedergeben. Das wollen wir verkörpern. Warum sie es vormachen? Ist die wahre, reinhafte Musik in den 80ern gewesen. Gab es auch viel Scheiße, keine Frage. Ich rede nur von der Stehauf-Musik. Es war nicht gerade einfach, diese Energie von damals zu nehmen und in der deutschen Sprache das zu vermitteln. Aber irgendwie hat es doch funktioniert. Hör nicht auf zu rennen, auch wenn es in dir brennt, doch die Straße. Man darf ja nicht vergessen, diese Energie, die damals transportiert wurde, mit diesen Sounds, die wollten wir auch so original wiedergeben. Und das können wir natürlich nur, indem wir auch originale Gerätschaften aus der Zeit haben. Das ist das Ding, was einfach das so echt macht. Warum viele diese Fragen mal stellen, es kann nicht sein, dass als wären wir irgendwie aus der Vergangenheit direkt hier eingeschleust. Aber es ist wirklich so, es klingt halt, weil es original ist. Sag mir, was ist Leben, was ist Glück und Segen, es fällt mir schwer, alles spiegelverkehrt, die Zeit läuft viel zu schnell, manchmal glaubst du das, wieder dreht sich die Welt. Check. Man bedenkt den ganzen Soli damals in den ganzen Songs. Vor 30 Jahren. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Dinger waren vielleicht 1 Minute lang oder was weiß ich, aber es war geil, das war cool. Und das ist das, was denn heute irgendwie verachtet wurde, meinten, das ist kitschig, warum sollte man da noch eine Gitarre, da hörst du vielleicht 2 Sekunden mal irgendwie was, keine Ahnung, angezeckt, aber das ist Bullshit. Plastik. Plastik. Und genau das ist das, was verloren gegangen ist, die Seele. Und das verkörpert Richard Bliss. Verstehst du? Der Typ ist halt Mensch, hat Gitarre, was es betrifft. Der lebt es. Der wurde stundenlang wurde in so einem Konzert spielen, wo Wind und Feuer, Pyros, was weiß ich. Und die Leute werden ihm zuhören, weil er es lebt. Es ist klar, dass es auch live funktionieren muss. Denn damals hat es live auch funktioniert. Man musste es live natürlich bringen können, diese Energie, diese Power. Das können wir natürlich auch. Und wir haben uns natürlich überlegt, wo wollen wir hin damit? Was wollen wir erreichen? Um ehrlich zu sein, wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Das gibt nur noch. Sekt oder Wasser? Ganz einfach. Ey,
Kennt ihr noch die Betamax-Filme von früher? Übelst, so klein, so. Da musste man sogar noch auf den Knopf drücken und das Ganze vorspulen. Es ging oder zurückspulen. Nee, es ging es überhaupt vorzuspulen, zurückspulen. Natürlich. Aber warte, mein Vater ist ja richtig terrorisiert, wo wir es kaputt haben. Damals musste man sogar 2 Mark bezahlen, wenn man nicht zurückgespult hat in den Videotheken. Boah, stimmt. Das stimmt. Das hab ich ganz vergessen. Das Ding war so ein Klopper gewesen. Papa war richtig stolz drauf. Übelst. War sein alles drum. Wie ein drum. Raumschiff. Vom Philipp werde ich nie vergessen. Unglaublich. Und wenn du auf den Knopf gedrückt hast, grüne Digitaluhr. Das waren Zeiten, Alter. Die Jacke, kennst du von meinem Daddy, Alter. Dafür der richtig hart gespart, Alter. Aber es ist ein Familienunternehmen. TK Maxx, 40 Euro. Jeder denkt, das ist eine Philippe Patik. Philippe Patik? Nee, Patek Philippe ist eine Patek Uhr. Philippe. Aber ist egal, er versucht hätte mal den Kenner zu machen. Patek Philippe ist eine Uhrenmarke. Und für die Kenner da draußen. Aber er meinte Philipp Plein. Aber ist auch egal. Jetzt mal, aus! Ja.